Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Scheiße. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. So, damit ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge von The Last of Us Part 2. Wir haben einen kurzen Rückblick jetzt gerade bekommen, wie die Story eigentlich bei Last of Us 1 aufgehört hat. Und zwar als Joel quasi Ellie vor dem Sterben und eines Entdecken eines neuen Heilmittels, ja, versucht er zu retten, auf seine eigene Art und Weise, und sie leider Gottes angelogen hat. Und wir gucken jetzt, wie geht's in Part 2 weiter. Wir wissen nur aus Part 1, wir waren in Oakland, glaube ich, wo wir dann eingeritten sind, beziehungsweise wo wir dann uns sicher gefühlt haben. Und das Szenario müsste jetzt ein paar Tage, beziehungsweise ein paar Tage ist gut, wahrscheinlich ein paar Jährchen später sein.
Und wir gehen jetzt hier gerade mal so ein paar Sachen durch. Okay, galoppieren mit L1. Alter, die Landschaft, die sieht geil aus. Also mal ganz kurz zum Spiel selbst. Wir spielen das Ganze natürlich auf der PlayStation. Es ist ja ein PlayStation-Exklusivtitel. Und die Optik sieht ja mal mega aus. Also das gefällt mir wirklich, wirklich geil. Also es sieht richtig, richtig Hammer aus. Okay, und ja, wir gucken uns jetzt mal an, was jetzt hier so passiert. Wir reiten anscheinend in unser Städtchen zurück, was ja hier unten ist. Sieht auch danach aus, als ob das gut abgesichert ist. Also schon mal schön. Aktuell spielen wir mit Joel und wir lassen uns überraschen, was bei Last of Us Part 2 wirklich passiert. Beziehungsweise, ich habe ja schon einiges gelesen an den Reviews von den Spieleherstellern. Und das Game wurde ja mehr oder weniger gelobt, aber es soll auch mit gewissen Kontroversen spielen. Also auch das mit dem Wasser, mit dem Bachlauf, wie das aussieht, ne? Ah, das sieht schon mega aus. Ich bin wirklich gespannt, was Naughty Dog da zusammengezaubert hat. Dadurch, dass sie das Spiel ja auch nochmal verschoben hatten. Und ich bin eigentlich immer kein Freund, weil wir wissen, wir haben hier wenig Loot-Stuff. Kann ich irgendwie vom Pferd absteigen? Nee, kann ich nicht. Wegen den ganzen Loot-Sachen. Ich würde nämlich liebend gerne hier in diese kleinen Mini-Hütchen mal gucken. Und nach Sachen schon mal Ausschau halten, ne? Also bis dato haben wir nur eine Gitarre, wie ich sehe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwelche Waffen bei uns haben. Ist genauso wie verläuft es mit dem Skillbaum, den wir in Last of Us Part 1 eigentlich recht gut ausgestattet hatten. Wird der mit übernommen? Gibt es dafür Save Points? Oder müssen wir alles wieder von vorne lernen? Fragen über Fragen über Fragen, die wir hoffentlich bald beantworten können. Ich sag mal so, gegen die Zombies sind die hier schon gut geschützt, wa? Also kann man nicht meckern. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme es mit ins Grab, wenn es sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel?
schau noch mal rein. Die Leute, sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Aha, okay. Also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz klar sagen. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich.
Träum schön. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Hab dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Okay. Riecht okay. Riecht okay, sagt Ellie. Okay, also 4 Jahre jetzt später, nachdem wir jetzt die Sequenz hatten mit der... So müde. Meine mit der Gitarre. Das heißt, sie wird jetzt... Anfang 20 sein. Da steht da eine Blaze? Lol, da steht eine PlayStation 3. Sehe ich das richtig? Ja, moin. Plot-Twist, wir spielen PlayStation-Exklusivtitel, wo eine PlayStation versteckt ist. Nice. Gut, dann lass uns mal ein bisschen mit der Steuerung hier klarkommen. Wir gucken jetzt mal, wir sind jetzt Ellie. Auf jeden Fall haben wir immer noch diese wunderbaren Kreise, wo wir Hinweise drin haben. Aber erstmal müssen wir doch ins Badezimmer. Können wir uns nicht erstmal ein bisschen sauber machen? Nö. Okay. Okay. Na gut, dann nehmen wir mal unsere Jacke. Und gehen mal raus. Also, Ellie hat Party gefeiert. Pistole ist am Start, okay. Yep. Und hat anscheinend Dina, wenn ich es richtig verstanden habe, geküsst. Nice Party. Na dann. Okay, was haben wir denn hier noch schön? Das haben wir hier ein Messer. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurde die Zierte gesichtet. Ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Ach, Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Immer diese Besserwisser, versteht ihr? Ja. Okay, also wir werden jetzt hier so ein bisschen reingeschmissen, sind jetzt hier in irgendeinem kleinen Mini-Häuschen, wo wir drinne schlafen, wohnen, pass auf, leben. Ist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Habe ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Aha. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Ja, das haben klingt so Partys aufregend. An sich. Schade, dass ich es verpasst habe. Völlig normal. Gehört dazu. Okay, also in so einem kleinen Dorf ist natürlich immer sehr schnell sowas im Umlauf, ja, dass man dann eben halt über andere Leute spricht. Deswegen bin ich ein Großstadtkind. Hier interessiert es kein Schwein, was so passiert. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung. Okay. Hey, also... Alles okay bei uns?
Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Sind wir jetzt mit ihm zusammen oder was ist los? Oder sind wir mit dieser Dina zusammen? Ach, guck mal, ein Hundi. Guck mal. Komm mal her, ihr Hundi. Hey. Ja, lass dich kraulen. Ja. Schön, guck mal. Alter, sie haben sie wirklich krass gemacht, ja. Jetzt haben sie sich hier irgendwie was aufgebaut. Wirklich eine kleine Stadt. Sieht aber geil aus. Also, Hut ab an Naughty Dogs. Grafisch gesehen, hi, Jesse. Mega. Oh, hi. Oh, hi. Also, das ist Jesse, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und er ist unser Kompagnon, Freund, fester Freund. Was steht denn hier noch? The Winter Dance. Wann ist denn der Winter Dance? 7 to 11 p.m. We're in the church. Und wir gehen jetzt ins Tipsy Bison. Okay. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Okay. Frühstücken in der Kneipe ist auch geil. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich, hab hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Hm, riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Also um mal ganz kurz noch zu erwähnen, ja, es kann wirklich möglich sein im Laufe des Spielverlaufs, dass ich mir gewisse Namen einfach nicht merken kann. Ich habe es immer Probleme, mir Namen zu merken. Also ich weiß, dass hier dieser Heuchler Seth ist, was auch immer er gemacht hat. Ich habe jetzt schon den Namen von meinem Kompagnon vergessen. So viel dazu. Es kann möglich sein, dass ich irgendwelche Namen durcheinander bringe oder halt ja, Spitznamen raushaue. Nur so vorab als Info. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann jemand anders übernehmen. Ellie, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Ellie, hast du kurz Zeit für mich? Na klar. Warum nicht? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Och, Mann. Wie lange?
Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen und... Du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst... Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! In Deckung! Okay, auf geht's! Los! Ach so, ich muss das hier immer wieder einsammeln. Na warte, dich krieg ich, du Zwerg. Oh, okay. Ich komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt. Nimm das. Ja, ich meine, cool. Sag's nicht deiner Mom. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Gefällt dir das? Ich seh dich. Haha, daneben! Oh, verdammt! Oh, versteck dich lieber! Oh, da hast du! Ich irgendwie dran vorbeiklettern? Bup! Ins Gesicht! Oh, oh, oh. Nein! Was Schnee in den Haaren? Haha! Unfair! Na, wie Warum? War das? Hey! Hey! Wollt ihr noch mehr? Oh! Aufi! Damit kommt ihr nicht davon! Oh, drauf da! Oh, doch nicht, runter. Okay. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Oh, na los. Mann! Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Okay, fand ich eigentlich ganz geil. Ein bisschen so Wurftechnik. Nice. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Dir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Okay, Bachlauf. Bachlauf, Morgen. Bachlauf, Bachlauf. Hey, Ladies. Ich bring sie rein. Hello. Was denn, die Sattel? Ah, guck mal, unsere Pferdchen. Oh, ist das schön. Also, wir haben auf jeden Fall hier mit ihr Ruby knutscht. Why not? Ja. Ah, das Mädchen. Und jetzt holen wir uns hier unsere Pferde ab, um Patrouille zu fahren, zu laufen. Okay. Zu reiten. Schauen wir mal. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Thank you.
Hey. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los. Hier lang. So, ich hoffe, es hat euch heute soweit gefallen. Das war heute ein etwas längeres Let's Play. Wir werden in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Wir haben heute leider noch nicht so viel gesehen. Wir haben vieles im Prolog gesehen, sind ein bisschen in die Hintergrundgeschichte nochmal gegangen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich hoffe dennoch, dass ihr Spaß dabei hattet und freue mich, wenn ihr bald wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt The Last of Us Part 2. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.